Hey ihr Kotschkartoffeln da draußen, Robert Downey Jr. ist ja als Tony Stark quasi gar nicht mehr wegzudenken und der Inbegriff des Marvel-Superhelden. Dabei war eigentlich ein ganz anderer Hollywood-Hochkaräter für die Rolle des Iron Man vorgesehen. Wer das war und 10 weitere Hollywood-Hochkaräter, die Rollen in Marvel-Filmen abgelehnt haben, seht ihr in diesem Video. Lange bevor Robert Downey Jr. für die Rolle des Iron Man gecastet wurde, war tatsächlich niemand Geringeres als Tom Cruise für die Rolle vorgesehen. Tom Cruise hat sich sehr, sehr lange mit dem Projekt beschäftigt, hat dann am Ende aber abgesagt, weil er, wie er sagt, einfach kein gutes Gefühl dabei hatte. Und jetzt mal ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, Tom Cruise im Iron Man-Anzug? Irgendwie nicht. Jetzt eine sehr witzige Geschichte zu den X-Men zu Wolverine. 2001 sollte der Film gedreht werden, aber wer spielt Wolverine? Ja, Bryan Singer dachte sich, dieser Russell Crowe, der ist ein cooler Typ, der soll das werden. Und der so, nee, hab ich nicht so eine Lust. Man muss sagen, Russell Crowe ist auch der Typ, der gesagt hat, Aragorn, nee. Der sollte 10% der Filmeinnahmen noch auf die Gage on top kriegen, um das zu spielen. Aber okay, wir sind bei X-Men. Ja, dann hat Russell Crowe aber gesagt, du, hier, wir Australier halten zusammen, der Hugh Jackman, der ist ein cooler Typ. Und da meinte Bryan Singer so, nee, den sehe ich nicht so, sehe ich nicht so. Bryan Singer dachte sich, nee, Dogui Scott, oder wie alle sagen, gib's mir Dogui, der soll Wolverine werden. Hat sich dann leider an der Schulter verletzt und konnte nicht drehen. Dann wurde es Hugh Jackman und man muss ja sagen, er hat die Rolle sehr gut gespielt und wollte eigentlich jetzt auch aufhören. Aber jetzt, wo Disney die Fox wahrscheinlich kauft und die Marvel, Avengers und alle zusammenkommen können, sagt sogar Hugh Jackman, ey, ich hab doch wieder Bock. Bevor Chris Evans für die Rolle des Captain America gecastet wurde, hat sich ein gewisser Jensen Ackles für die Rolle beworben. Jensen Ackles kennen die einen oder anderen von euch vielleicht als Dean Winchester aus der Serie Supernatural, in der er in der mittlerweile 13. Staffel auf Dämonenjagd geht. Marvel entschied sich bekanntermaßen gegen Jensen Ackles, bot ihm aber die Rolle als Hawkeye an, aber da hat er dann gesagt, ach nee, die zweite Geige möchte ich eigentlich nicht spielen und so ist er eben heute noch bei Supernatural und kein Marvel-Superheld. Loki ist ja der beste Bösewicht, den wir im Marvel-Universum haben. Ich bin sehr gespannt, was im Infinity War mit ihm passiert. Oh, ich bin so aufgeregt. Aber Tom Hiddleston sollte die Rolle eigentlich gar nicht kriegen, weil Marvel lieber Jim Carrey in der Rolle haben wollte. Im Film Die Maske trägt der Jim Carrey eine Maske und das ist die Maske des nordischen Gottes Loki und das hat er dann irgendwie doch wieder voll gut gepasst. Und zu Tom Hiddleston gibt es einen ganz tollen Funfact, der wollte eigentlich Thor spielen und hat fürs Casting gepumpt wie John Cena. Hatte 20 Kilo Muskelmasse mehr und dann hat der Regisseur gesagt, Thor und du? Sehe ich nicht so, aber du kannst Loki spielen. Nimm mal bitte 20 Kilo ab und er hat es geschafft. Und dadurch ist er jetzt einer der besten Bösewichte, die wir haben. Lange bevor Sam Raimi Spider-Man mit Tobey Maguire in die Kinos gebracht hat, hat James Cameron ein Skript zum gleichnamigen Comicbuch geschrieben und wollte diesen Film mit der Produktionsfirma Carolco Pictures in die Kinos bringen. Carolco Pictures war auch verantwortlich für Hits der 90er wie Terminator 2. Nach seinem Erfolg mit Terminator sollte er Spider-Man in die Kinos bringen, unter anderem mit Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Dr. Octopus. Nachdem die Produktionsfirma Carolco Pictures allerdings pleite ging, widmete sich James Cameron seinem Titanic-Projekt und Sony Pictures kaufte die Rechte für Spider-Man und wollte Spider-Man mit Leonardo DiCaprio besetzen. Der sagte allerdings ab, genauso wie übrigens auch Joel Schumacher für die Rolle des Robin in Batman und Robin. Tja, Glück gehabt, würde ich sagen. Bevor Benedict Cumberbatch Dr. Strange wurde und mein Herz eroberte, war es eigentlich geplant, dass einige andere Hochkaräter die Rolle übernehmen. Einmal Matthew McConaughey oder sogar Johnny Depp, der hat aber abgesagt. Und ich muss sagen, Gott sei Dank. Benedikt ist der Beste dafür und ich bin auch kein Johnny Depp-Fan mehr, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich finde auch doof, dass er Geralt Grindelwald spielt. Muss jetzt mal rausgehauen werden. Der nächste Name auf der Liste war gleich für 3 Marvel-Filme im Gespräch. Joseph Gordon-Levitt war unter anderem für die Rolle des Ant-Man im Gespräch, Doctor Strange und die Rolle des Star-Lord in Guardians of the Galaxy. Das ist auch kaum verwunderlich, denn er hat ja im Film The Dark Knight Rises bereits angedeutet, dass er sich in der Rolle des Superhelden Robin ganz wohl fühlt, auch wenn er da nur sehr kurz zu sehen war. Angeblich hat er für die Rolle des Peter Quill in Guardians of the Galaxy sogar schon Testaufnahmen gemacht, bevor er die Rolle dann abgelehnt hat
um sich um den zweiten Teil von Sin City zu kümmern, der ja bekanntlich nicht ganz so erfolgreich war wie Guardians of the Galaxy. Mel Gibson sollte eigentlich ins Marvel-Universum kommen. Kleiner Funfact, als ich und Alex das Interview mit ihm gemacht haben, ist er rausgegangen und hat gesagt, what a horseshit, war das? Ja, Pferdescheiße. Hat er aber richtig Spaß mit uns gehabt. Da freue ich mich aber auch, dass er damals die Rolle des Odins abgelehnt hat, weil er gesagt hat, nee, ich will nicht Thors Papa sein. Gott sei Dank hat die Rolle dann Sir Anthony Hopkins übernommen und hat einen ganz tollen Job gemacht. Robert Downey Jr. ist sehr dicke mit Mel Gibson, die sind Best Friends Forever, so in der Art. Nee, die mögen sich und Iron Man hätte ihn gerne in dem nächsten Film und vielleicht passt das ja und dann ist Mel Gibson doch endlich im Marvel-Universum angekommen. Matt Damon und Ben Affleck sind seit ihrer Kindheit große Fans des blinden Superhelden Daredevil gewesen. Und Matt Damon wurde dann tatsächlich auch angeboten, im Film von 2003 die Hauptrolle des Daredevils zu spielen. Allerdings war er sich nicht ganz sicher, ob er das machen sollte, weil er kannte den Regisseur bis dahin nicht und das war ihm alles ein bisschen zu unsicher und deshalb hat er dann abgelehnt. Aber sein guter Kumpel Ben Affleck hat dann gesagt, nee, ich mach das, ich spiele den Daredevil und zumindest an den Kinokassen hat er damit auch richtig Erfolg gehabt, denn der Film hat sage und schreibe 180 Millionen Dollar eingespielt. Und nicht nur finanziell war der Film ein Erfolg, sondern er hat bei dem Dreh auch seine heutige Frau kennengelernt. Die er betrogen hat zwischendurch mit dem Kindermädchen. Die er zwischendurch mit dem Kindermädchen betrogen hat. Und jetzt sind sie wieder zusammen, weil sie ist dumm und hat ihn verziehen. Ja, das ist mir zu anstrengend. Das waren 10 Hollywood-Stars, die eine Rolle bei Marvel abgelehnt haben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert uns und schaut auch mal bei Instagram vorbei. Da sind wir nämlich jetzt auch. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.